Naja, voll normal sind wir heute auch, weil wir nämlich ein ganz tolles Fest haben. Ein ganz vielfältiges Fest, ein Bundesfest. Und das passt ganz gut zu dem Thema voll normal, weil nämlich alles ganz normal ist. Heute haben wir ein großes Kulturfest mit vielen verschiedenen Leuten, die auftreten. Vielen Kindern, vielen Erwachsenen, vielen verschiedenen Ethnien, Religionen, unterschiedlichen Musikgeschmack. Von Blasmusik angefangen, Chim Sharessa Boom bis zu Hip-Hop, den wir gleich hören werden. Nämlich von voll normal. Also ich bin die Melte, bin 20 Jahre alt, komme aus Pforzheim, bin ehrenamtlich tätig in Haus der Jugendstadt Jungring. Schulisch mache ich gerade mein Fachabitur. Wir haben jetzt im Hintergrund gedacht, so über das, was wir denken, was wir fühlen, was wir der Welt mitteilen, also was wir unseren Leuten mitteilen wollen, was wir in uns reinfressen zum Beispiel. Deinen Sinn einzuschalten, deine Stellung im Zirkel sind Segen zu erhalten und du hielst dein Schwert mit Eisern bin umschlossen. Es ist an der Zeit, so hast du dich entschlossen. Und ich seh, die Freunde zu Feinde werden, wie immer mehr Kinder in Palästina sterben. Diese Welt des Grauens, fehlen die Farben. Menschen gehen kaputt an all das Leid und die Narben. Unser Projekt verknüpft sich so ein bisschen, weil es hier heute um interkulturelle Veranstaltungen geht. Das heißt, dass wir nicht nur auf eine ethnische Gruppe schauen, sondern dass wir alle zusammen zeigen möchten, auch repräsentieren möchten, dass sie sich auch selber repräsentieren. Und damit, das hat auch sehr viel mit unserem CD-Projekt zu tun, weil wir da auch nicht auf eine ethnische Gruppe gehen, sondern wir sagen, Kinder, passt auf, schreibt euren Text, was bedrückt euch, schreibt es auf, versucht es auf ein Stück Blatt Papier zu schreiben und wir versuchen daraus einen Rap-Text zu machen. Also das Projekt soll jetzt nicht eine einmalige Sache sein, sondern ich könnte mir vorstellen, dass auch in der Zukunft noch. Wir wollen eine CD machen, die wollen wir dann verteilen, nicht nur an unsere Jugendliche, sondern auch an Entscheidungsträger der Stadt Pforzheim oder gern auch landesweit, über die Landesstiftung, für die das interessant ist, um zu hören, dass unsere Kids einfach denken, wie kann man hier zusammenkommen, auch immer unterschiedliche Fähigkeiten, Voraussetzungen oder auch Ansichten hat.